Hallo und herzlich willkommen bei Foto Erhard hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe hier eine neue tolle Kamera von Nikon, die Z8 für euch. Die habe ich intensiv getestet, Fotos, Videos gemacht. Ich kann jetzt schon vorwegnehmen, eine Wahnsinnskamera. 45,7 Megapixel und im Videobereich geht 8K bis 60p und 4K bis 120p. Viele neue Verbesserungen, vom Autofokus angefangen und so weiter. Das seht ihr natürlich jetzt alles in dem Film. Viel Spaß! Es wurde der gleiche Sensor und der gleiche Prozessor wie bei der Z9 verbaut. Video geht bis 8K 60p und die Kamera wiegt 910 Gramm. Die ISO-Werte sind super. Über den Deep Learning Autofokus reden wir später noch. Ihr könnt optional einen Kameragriff erwerben. Es gibt zwei Kartenslots, einmal CF Express und einmal SD-Karte. Es gibt einen Mikrofoneingang, einen Kopfhörerausgang. Auf der anderen Seite befindet sich der HDMI Typ A und es gibt zwei USB-C-Anschlüsse, einmal für die Datenübertragung und der andere ist für den Netzbetrieb, aber auch für gleichzeitiges Laden. Zunächst war ich für euch im Moormuseum Emsland und habe erstmal drauf losgeknipst. Denn ich wollte mal gucken, wie die Kamera so reagiert. Alles mit dem 2470, was ihr hier im Film seht. Und es gibt natürlich später noch weitere Aufnahmen und auch Videoaufnahmen. Das Display der Z8 kann ich ausklappen. Ich kann das kippen und neigen. Man kann es nicht drehen in diesem Fall. Aber ich kann es sehr gut benutzen für meine Porträtfotografie, wenn ich Hochkantaufnahmen machen möchte. Kann ich das eben so sehr schön einstellen für meine Aufnahmen. Im Lieferumfang der Z8 befindet sich ein Akku ENEL15C. Der ist ein bisschen kleiner wie bei der Z9. Oben auf der Kamera befindet sich ein zweites Display und sie liegt einfach unheimlich gut in der Hand. Egal für was ihr die Z8 einsetzt, Action, Sport, Wildlife, die Fotos werden alle gut. Der Autofokus sitzt. Es macht einfach unheimlich Spaß. Die Farben kommen kräftig raus, die Schärfe ist da, die Tiefe. Und man sieht auch bei den Bildern, zum Beispiel hier bei dem Paraglider, die feinen Linien kann ich alle erkennen. Serienbilder kann die Kamera bis 120 Aufnahmen die Sekunde. Allerdings dann in der kleinsten Qualität. Das musste ich unbedingt ausprobieren, habe ich auch gemacht. Ich hätte die Verschlusszeiten noch ein bisschen ändern sollen. Wir haben ja bei der Kamera nur einen elektronischen Verschluss, keinen mechanischen. Aber trotzdem können sich die Aufnahmen sehen lassen. Ich würde allerdings in Zukunft immer ein paar weniger Bilder nehmen und dafür die Qualität ein bisschen höher wählen. Die Kamera hat zwei Einstellräder, eins befindet sich vorne, eins auf der Rückseite. Es gibt drei Funktionstasten, zwei vorne, eine auf der Rückseite. Dann haben wir den 10-poligen Anschluss, zum Beispiel für einen Fernauslöser. Und wir haben die Fokus-Modus-Taste, da können wir unseren Autofokus anders einstellen. Oben auf der Kamera befindet sich die BKT-Taste für automatische Belichtungsreihen. Dann haben wir den Taster, wenn ihr zum Beispiel Serienaufnahmen einstellen möchtet. Dann kommt der Mode-Taster für den Aufnahmemodus. Ihr möchtet ja sicherlich auch vieles manuell einstellen. Und die Taste für den Weißabgleich. Einfach nur die Taste gedrückt halten, die ihr bedienen möchtet und dann das Wahlrad bedienen. Rechts der An-Aus-Schalter, aber auch der Auslöser für Fotos und darunter befinden sich noch drei Taster, Video an-aus, die ISO-Werte und die Belichtungskorrektur. Ich glaube, die Rückseite muss ich nicht komplett erklären. Sicher wisst ihr alle, was eine Mülleimer-Taste ist. Es gibt aber hier den Umschalter für Foto- und Videoaufnahmen und ich kann mein Display verändern. Dann haben wir einen Subwähler oder auch einen kleinen Joystick, wenn ich zum Beispiel meinen Fokuspunkt verschieben möchte.
Und wir haben einen Multifunktionswähler mit einer OK-Taste. Da kann ich durchs Menü gehen und meine Einstellung vornehmen. Der Autofokus der Z8 hat sich verbessert. Viele haben das bei der Z7 ein bisschen bemängelt. Der war nicht ganz so genau. Hier haben wir Deep Learning AF, Personen, Tiere, Verkehrsmittel wie Autos, Motorräder, aber auch Flugzeuge. Und der arbeitet sehr präzise. Ihr seht jetzt mal das Menü und dort kann ich ganz einfach einstellen, was ich gerade tracken möchte. In meinem Fall habe ich mal Autos gewählt. Ich habe einfach mal ein Spielzeugauto genommen. Ihr müsst euch nicht wundern, ich habe sehr viel gewackelt. Das habe ich extra gemacht, damit ich mal sehe, wie der Autofokus so funktioniert. Aber er sitzt überall. Ich habe das mit Tieren probiert, auch beim Film, überall. Der Autofokus funktioniert wirklich klasse. Ihr könnt natürlich auch das Messfeld einstellen, wie ihr gerade euer AF-Messfeld haben möchtet. Ich benutze immer noch gerne den Fokuspunkt. Und da muss ich nur leicht den Auslöser andrücken und habe dann wirklich ein gestochen scharfes Bild. Und diesen Punkt, den kann ich ganz einfach verschieben mit dem kleinen Joystick, der auf der Rückseite der Kamera ist, mit dem Subwähler. Und dann sitzt das Bild immer gestochen scharf. Ich war für euch in Rheine im Naturzoo. Dort kommt man sehr nah an die Tiere ran, deswegen fahre ich sehr gern dorthin, für euch mal als Tipp. Ich hatte ja nur ein 2470 dabei, das heißt, ich musste schon nah ran, um gute Aufnahmen zu finden. Die Bildstabilisierung habe ich mir eingestellt auf Sport, man kann doch normal wählen oder die ganz ausmachen, in diesem Fall Sport. Auch die Bilder sind klasse geworden. Schöne Schärfe und schöne Farben. Und es macht wirklich Spaß, mit der Kamera zu fotografieren. Mein kleines Fazit für euch. Also wir haben ja den gleichen Sensor und den gleichen Prozessor wie in der Nikon Z9. Handhabung, Menüführung sind klasse, sehr einfach zu bedienen. Foto- und Video-Performance brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Spitzenmäßig. Der Autofokus wurde verbessert. Wir müssen allerdings sagen, wir haben einen kleinen Akku, also wer mehr Performance möchte, muss ich halt noch den Kameragriff und den Akku dazu kaufen. Ich hoffe, ich konnte euch ganz viele Infos über die neue Nikon Z8 mit auf den Weg geben. Wenn euch die Kamera interessiert, dann geht doch mal auf www.foto-erhard.de. Dort findet ihr natürlich auch die verschiedenen Zusammenstellungen, verschiedene Objektive, aber auch das ganze Zubehör, was ihr vielleicht für eure Fotos und Filme braucht. Der Link ist in der Videobeschreibung, wenn ihr direkt zur Z8 möchtet. Aber ihr könnt auch eine Filiale besuchen. Wir haben 14 Stück in Deutschland. Einfach mal so eine Kamera in die Hand nehmen. Lasst euch von den Kolleginnen und Kollegen beraten. Die haben ganz viel Fachwissen, können euch da ganz toll beraten. Und ihr könnt die Kamera auch mal testen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen da. Abo und Glocke sind nie verkehrt, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis bald.